Dead Zone am Mikrofon. Wir spielen weiter mit Call of Duty Cold War. Diesmal Unterschlupf aus Berlin-Besprechung. Die verschlüsselten Perseus-Daten, die Bell in Vietnam an sich genommen hat, enthalten einen aktuellen Namen, der einer Untersuchung wert ist. Okay, wir werden uns dieser Mission mal stellen. Ja? Wie lief's bei der Gedächtnisprobe? Naja, Adler sagt, es funktioniert. Bell hat sich daran erinnert, die verschlüsselten Daten in Vietnam gefunden zu haben und hat sie fast dekodiert. Irgendwas Nützliches dabei? Anscheinend ein paar Namen, mögliche Spuren. Park versucht, die Punkte zu verbinden. Wir haben nicht viel Zeit. Weiß das Team schon von unserem Missgeschick in Berlin? Nein, aber wenn das mit einem der Namen von Bell in Verbindung steht, finden sie es bald heraus. Das werden Sie nicht zulassen, Hudson. Sagen Sie nicht mehr als notwendig. Damit hatte ich noch nie ein Problem. Okay. Dann wollen wir mal gucken, wo uns das Ganze jetzt hinführt. Okay, wir sind wieder im Unterschlupf. Wir sind mit der Analyse der Namen aus Da Nang fertig. Einer sticht im Besonderen hervor. Anton Volkov. Ein russischer Waffenhändler mit Sitz in Ost-Berlin. Seine Verbindung zu Perseus hat uns ziemlich überrascht. Wir haben Befehl, Volkov gefangen zu nehmen oder zu töten. Wenn wir nicht an Perseus rankommen, dann eben an seine Leute. Wir schneiden ihm die Ressourcen ab. Locken ihn aus seinem Versteck. Mason und Woods erledigen noch Angelegenheiten in Kiew. Also gehört Volkov uns. Bereit machen. Wir rücken aus. Na, das ist doch mal eine Ansage hier. Er pfeift sich noch die letzten Nudeln rein. Zu geil. Der MI6 ist Volkov schon seit einigen Jahren auf der Spur. Es wäre mir eindeutig lieber, ihn gefangen zu nehmen, statt ihn zu töten. Okay, sie will eine Menge Fragen beantworten. Sie will ihn lieber gefangen nehmen. Nebenmissionen haben jetzt optional. Zusätzlich zu meiner nächsten Mission sind jetzt die optionalen Nebenmissionen Operation Roter Zirkus und Operation Chaos freigeschaltet und an der Beweistafel verfügbar. Nehme ich die jetzt für diesen Stream? Ist an der Mauer. Roter Zirkus. Ich glaube, wir spielen jetzt erstmal Riss an der Mauer. Wobei, ich glaube, wir machen Operation Roter Zirkus aus diesem Stream. Let's go. Der MI6 hat das letzte Jahr damit verbracht, eine Gruppe Sowjetagenten aufzuspüren, die in diverse europäische Regierungen eingeschleust wurden. Diese Agenten könnten strategisch positioniert sein, um einen größeren sowjetischen Plan für Europa zu realisieren. Vor kurzem haben wir bei einer Operation Informationen über die Struktur der Gruppe erlangt. Sie wird von drei nicht identifizierten Agenten geleitet. Ihr Betreuer ist der sowjetische Major Vadim Rudnik. Er wurde zuvor mit Perseus in Verbindung gebracht. Wir haben Rudniks Position und können vorgehen. Aber wenn wir nicht vorher seine drei leitenden Agenten identifizieren, riskieren wir, nicht alle eingeschleusten Agenten zu erwischen. Schau dir die Liste mit Verdächtigen hier an. Beweise, die du bei Missionen findest, helfen die drei Agenten zu identifizieren. Wir sollten rausfinden, wer sie sind, bevor wir gegen Rudnik vorgehen. Okay, vielleicht sollte ich doch lieber erst Beweise sammeln. Ich habe noch erst einen Beweis gesammelt und ich weiß erst, dass er es ist. Mir fehlen noch drei. Vielleicht mache ich dann doch nicht die Mission. Wie sieht das hier aus? Herhören! Ein Ex-CIA-Agent, Robert Eldridge, ist übergelaufen. Langley glaubt, dass das Arschloch mit Perseus zusammenarbeitet, um einen Spionagering auf US-Gebiet zu etablieren. Wir haben eine verschlüsselte Diskette von einem seiner Agenten, auf der vermutlich alles draufsteht, was wir über sein Netzwerk wissen müssen. Wenn wir den Schutz auf der Diskette entschlüsseln, können wir vielleicht den gesamten Spionagering ausschalten. Ah, okay, ich brauche einen Code. Darum brauchen wir dich. Hinweise. Also wird diese Mission jetzt Riss in die Mauer sein. Der von Berlin. Aus operierender russischer Gangster Anton Volkov stand mit Perseus in Verbindung. Er muss sterben oder ergriffen werden. Okay. Und wie sie sagte, wäre es ihr lieber, dass wir ihn ergreifen.
und nicht töten. Okay, los geht's. Riss in der Mauer. Ja, ich hoffe doch, dass die Missionshinweise nicht zu sehr versteckt sind. Volkov ist der Anführer der russischen Mafia, die sich nach dem Bau der Mauer in Ost-Berlin breit gemacht hat. Der Kerl hat Beziehungen zu Kartellen in ganz Europa und Amerika. Ihn zu neutralisieren schadet nicht nur Perseus, sondern dem Syndikat weltweit. Er ist ein großer Fisch. Und hier ist unser kleiner Fisch. Franz Kraus. Laut MI6 einer von Volkovs Informationskurieren. Er hat für morgen Abend eine Übergabe mit Volkov vereinbart. Wir gelangen mit der U-Bahn nach Ost-Berlin. Eine verlassene Haltestelle auf der anderen Seite der Mauer ist unser Zugangspunkt. Geil, wir beobachten Kraus, sobald er die Stadt betritt. Wenn Volkov sich treffen lässt, wird er getötet oder festgenommen. Ich nehme ihn fest, sie hat es befohlen. Die Chefin sagt, wir nehmen ihn fest, wir killen ihn nicht. Dann wollen wir ihn doch auch am Leben lassen. Aber ich hoffe, dass wir jetzt so eine richtig coole U-Bahn-Fahrt machen oder dass es so eine verdeckte Mission wird, wo wir ein bisschen sneaky vorgehen können. Ich höre schon die Schienen knattern, das gefällt mir schon mal gut. Ich bin gespannt. Ich sehe mich schon im Inspector Gadget-Anzug aus der U-Bahn steigen. Na, ist aber eine lange Fahrt. Aufstehen. Fünf Minuten habe ich Zeit zu fahren. Riss in der Mauer. Let's go, Ost-Berlin. Also nach Amsterdam. Der Mauer durch nach Ost-Berlin. Bereit halten. Sind wir jetzt auch in Berlin? Wir fahren in der Tat U-Bahn. Fila ist da. Du bist schwanger. Das sind tolle Neuigkeiten. Der hintere Wagen ist leer. Wir können loslegen. Hier ist ein schwangeres Ehepaar. Ja, die Zeitung. Man hat nicht das Gefühl, man hat dort immer zu arbeiten. Oder abends nach Hause. Sobald der Zug abbremst, springen wir beide ab. Paul, Lazar, ihr fahrt noch weiter. Bell und ich finden Kraus. Okay. Der Zug bremst ab. An die Arbeit. Na, bin ich mal gespannt. Okay, und los geht's! Der Zug. Vorsicht! Ostdeutsche Wachen patrouillieren noch diese verlassenen Stationen. Hab ich denn auch eine Knarre? Aha. Patrouille voraus. Wir können den Zug nutzen, um vorbeizuschlagen. Das ist eine Sneaky-Mission, zumindest ein bisschen fett. Ja, wieder 50 Jahre, die Sachen wegbringen. Die Lichtverhältnisse. Toll. Spiegel. Das Tropf von der Decke. Bewegung auf dem Bahnsteig. Den willst du lautlos ausschalten? Mach ich doch platt. Abschuss ist immer eine sichere Nummer. Schön langsam. Was habt ihr so viele Waffen? Oh, MP5. Vielleicht ein bisschen langweilig. Hier entlang. Hier geht es raus. Ich dachte, er öffnet die leise. Stattdessen werde ich direkt von drei russischen Kerlen abgeknallt. Oh, nicht das schönste Wetter für Berlin. Hey! Scheiße, was ist hier los? Ich arbeite für die Bahn. Ich suche eben meinen Ausweis.
Das ist Sperrgebiet. Sie sind verhaftet. Runter auf den Boden. Halt, halt, halt. Beruhigen Sie sich. Jetzt! Was zum... Das war eine coole Aktion. Sehr gut. Machen wir hier sauber. Richtig cool, wie ich seine Waffe nehmen konnte. Um uns beide den Arsch zu retten. Kraus sollte bald am Kontrollpunkt sein. Gehen wir rauf aufs Dach. Okay, let's go. Park, Lazar, sind fast in Position. Verstanden. Ob man hier jemals einen Missionshinweis findet? Ah, ich weiß es nicht. Mach mal auf die Luke. Vorsicht, Scheinwerfer! Ach du Scheiße, die DDR ist voll hinter uns her. Ich will natürlich nicht, dass die Scheinwerfer uns sehen. Ich glaube, dann bricht die Hölle über uns ein und ich habe nur eine kleine Pistole. Eins muss man ihnen lassen. Abriegeln können sie. Ja, sieht gut aus. Prison Break, lässt grüßen. Behalte den Kontrollpunkt im Auge. Kraus kann jeden Moment dort sein. Such Kraus mit deiner Kamera. Wie mache ich denn die Kamera? Alles klar. Verdammt! Kontrollen sind noch schärfer als sonst. Kraus festhalten, verpasst er sein Treffen mit Volkov. Das ist nicht Kraus. Beim Kontrollpunkt. Der mit dem Aktenkoffer. Ist er das? Wo ist denn jetzt hier einer mit dem Aktenkoffer, Leute? Macht mich nicht schwach. Gute Arbeit. Das ist er. Das ist Kraus. Kommt der gute Mann durch? Oh, er darf gehen, er darf gehen. Die Wache geht hinter ihm her. Stattdessen haben sie hier was Interessantes gefunden. Da ist das Obst. Ja, ich behalte mal lieber den Kraus im Auge. Die armen Männer müssen ohne Schirm hier rumstehen. Ich ist immer zu wasserdicht. Mir nach. Okay, nur noch vorwartet. Park, Kraus hat eben die Mauer passiert. Statusbericht. Ich bin mit Lazar beim Evakuierungspunkt. Wir warten auf euch. Sich so eine Scheiße ins Haus. Verstanden. Angeblich trifft Kraus Volkov in der Kneipe über die Straße. Ja, mit Kneipen haben wir aus der ersten Mission schon erfahren. Die Informantin ist drin. Hat einen blauen Schirm bei sich. Ich behalte die Straße im Auge. Der Braunbär. Ja, die Stasi verknackt für jeden. Aha, hier ist der blaue Schirm. Dann erzähl mir mal. Wie schön, dass Sie es geschafft haben. Kraus ist am Tisch über meine rechte Schulter. Aha. Eine Schachtel Zigaretten als Abhörgerät. Guten Abend, mein Herr. Was darf ich Ihnen bringen? Eine Berliner Weiße, bitte. Da ich verstehe laut und deutlich. Also warten wir auf Volkov. Hudson hat nicht viel verraten. Sie sind hinter Volkov her? Einer meiner Informanten wurde bei einer Durchsuchung 2 Blocks von hier festgenommen. Die Stasi wird annehmen, dass weitere in der Nähe sind. Ich bitte Sie um einen Gefallen. Er wird der Folter nicht lange standhalten.
Wir müssen ihn retten. Oder ausschalten. Sie finden ihn hier. Dankeschön. Kraus ist ein Ex-Stasi, aber lassen Sie sich nicht von seinem Äußeren täuschen. Der Mann ist ein Mörder. Wer weiß, der Mann ist wie ein Geist. Ich schätze nicht mehr als einen Tag. Achtung, Bell, ich glaube, Volkov kommt rein. Oha, hoher Besuch. Wo ist Volkov? Man ist Ihnen gefolgt. Gehen Sie nach Hause und warten Sie auf unseren Anruf. Ort und Zeit werden neu bestimmt. Wir kümmern uns um Ihren Schatten. Bell, wir haben Ärger. Zwei Stasi-Leute gehen rein. Ach du Scheiße. Costa, sofort! Verdammt. Gehen Sie durch die Toiletten. Ich halte Sie auf. Ja, jetzt wird es doch hier ein bisschen interessant. Team, neuer Plan. Wir treffen uns bei Kraus Wohnung. Er bleibt unser Ticket zu Volkov. Öffnen Sie die Tür, sofort! Schnell raus hier. Okay. Eine Sneaky-Mission. Ich werde versteckt bleiben. Ich wohne gleich über den Platz da drüben. Ich brauche mehr Wir Zeit. Auf dem Heimweg. Triff Lazar und Park ohne mich. Ich melde mich, wenn ich kann. Ich habe nach meinem Freund. Wir hatten noch ganz Oha, viele ich muss den Dietrich knacken. Sie beide, Ihre Papiere. Funktioniert schon das gut, denn? Schon gut. Aber Sie können meine Wohnung drehen? Von hier aus sehen. Ich frage nicht noch einmal. Okay. Nicht die Türen aufhalten, wir wollen nicht unentdeckt bleiben. Ich tue Ihnen nichts. Ich möchte nur ein paar Fragen stellen. Keine Angst. Vielen Dank. Ich bleibe, glaube ich, so lange hier, bis die Stasi weg ist. Gern geschehen, versteck dich schön hier. Ich rege das. Triff mich im Gebäude gegenüber deiner jetzigen Position. Errege kein Aufsehen, wir haben schon genug Ärger. Oh Gott, ich markiere mir mal die Feinde. Hab ich denn jetzt markiert? Er sieht markiert aus. Mehr haben wir nicht. Oh. So, dann wollen wir mal. Missionen müssen wir auch sneaky schaffen. Ich will jetzt da nicht durchrennen wie Rambo, weil so ist eigentlich viele der Missionen sind so. Deswegen fände ich es cool. Triff mich im Gebäude gegenüber deiner jetzigen Position. Ich dachte, so ich schaffen würde. Errege kein Aufsehen, wir haben schon genug Ärger. Dass er sich denn nicht markieren, der kleine Schuft. Vielleicht kann ich auch hier gehen, ich weiß es noch nicht. Ich
untersuche das. Der Weg gefällt mir eigentlich auch relativ gut. Wir sehen so etwas. Was, Becker? Entweder führen Sie das Schild. Wo muss ich denn hin? Ah, Park, ja, ja. Wie ist die Lage? Ich bin in einem Laden gegenüber von Kraus. Er kam gerade nach Hause. Die Stasi sucht das Gebiet ab. Ich muss mich versteckt halten. Ich stoße dazu, sobald es sicher ist. Bell, geh sofort zu Park und Lazar. Ende. Eigentlich ist er doch hier in der ruhigen Ecke. Ich habe ihn jetzt mal abgeknallt. Scheiße, jetzt muss ich hier noch ein Schloss knacken. Ah, hier war schon ein bisschen mehr Finger. Spitzengefühl. Nicht alle gehört. Sie werden gesucht. Ich habe ein KGB-Gebäude in der Nähe überwacht. Ich weiß nicht, wie Sie mich fanden. Ich habe nach Vorschrift gehandelt. Volkov. Er ist schrecklich. Abscheulich. Wenn Sie ihn sehen, sollten Sie ihn töten. So, den armen Mann, der ist ja total verstört. Den werden wir jetzt ein bisschen hier befreien, damit er... Danke Ihnen, mein ich Leben. Wiederholen kann. Ja, das ich war schlimmes durchgemacht, wie es aussieht. Achso, das hatte ich auch gut. Das gefällt mir gar nicht. Ich wollte doch ruhig durch die Mission. Kontrolliere! Dass man das sneaky löst und dass noch einer hinten rechts in der Ecke stand, das habe ich jetzt nicht gesehen. Das wird mir jetzt nicht nochmal passieren. Aber wo, hä? Lassen Sie mich gehen! Wo kam der her? Ach, hier sitzt noch einer. Bitte. Ich glaube, wir müssen schnell handeln. Bin ich der, den Sie suchen? Ich sehe mir das an. Was? Oh nein. Tötet mich. Ist aber auch gerade der Wurm drin. Jetzt wollte ich doch nur das Geräusch machen. Ich dachte, man kann irgendwie ransneaken und die killen. Ich kann aber irgendwie sonst kann ich. Doch, ich kann hauen. Und er schläft. Ich bin nicht der, den Sie suchen. Ja, so haben wir das doch ganz gut gelöst. Bin ich von Bildern. 23 Februar, Subjekt 07.10 hat sich bisher als unglaublich assistent gegen unser Fermetun erwiesen, aber in Kürze erzielt der Durchbruch hat eine interessante Erkenntnis erbracht. Unter extremem Druck behauptet das Subjekt, für den Korb zu arbeiten, und er behauptet auch mit einem Maulwurf zusammenzuarbeiten, in seinen Worten die Amerikaner zum Narren zu halten. Bei weiteren Befragungen widerrief er alle vorigen Aussagen und weigerte sich mehr zu sagen. Wir hören für einen Tag mit Verhör auf, um ihn ausschwitzen zu lassen und ein paar Hinweise zu verfolgen. Das Verhör wird danach wieder aufgenommen. Okay. Ich nehme dich mit. Ich habe ein KGB-Gebäude in der Nähe überwacht. Ich weiß nicht, wie Sie mich fanden. Ich habe nach Vorschrift gehandelt. Was stand in dem Papier? Man kann diesen Leuten nicht trauen. Ich weiß nicht einmal, wovon Sie da reden. Bitte, lassen Sie mich heim zu meinen Kindern. Ja, ich werde ihn jetzt retten. Ich verdanke Ihnen mein Leben. Ich warte auf Ihre Nachricht. Gerne. So, jetzt habe ich alle Hindernisse. Alle Hindernisse, alle Hinweise. Gehen Sie ruhig. Gute Nacht. Ich komme klar. Okay, mach's gut, mein Freund. Lass dich nicht nochmal kriegen. Im Keller kann kalt und ungewöhnlich werden. Ich kenne ihn von der Arbeit, aber Freunde sind wir nicht geraten. Er hat uns Ihren Namen beim Verhör verraten.
sehe dich. Oh nein. Oh, sie haben mich entdeckt, aber kein Alarm ausgelöst. Vielleicht hatte ich nochmal Glück. Ich bin da. Sehr gut. Glaub nicht, dass sich wer gesehen hat. Folge mir. Naja, ich glaube schon. Sei still, sonst verpfeifen uns die Anwohner noch. Okay. Das ist ein richtiges altes Berlin-Flair. Gefällt mir. Also er versteckt sein Wort. Park ist im Elektrogeschäft direkt gegenüber von Kraus' Wohnung. Ich wollte ihr ein Würstchen auf dem Braunbär mitbringen. Aber die haben schon geschlossen. Oh, Braunbär stand doch auch auf dem Zettel. Ach nee, Braunbär haben wir eben gesehen. Voraus. Das war ein Imbiss. Da wird auch schön getrunken. Nach 9. Wir sind zurück. Vor ein paar Minuten hat ein Wagen bei Kraus Wohnhaus gehalten, aber ich konnte nicht sehen. Moment. Kraus telefoniert gerade. Ja, Augen auf Kraus. Der Abschirmkörper ist sicher. Ich hatte dich die ganze Zeit bei mir. Was denkst du, Lazar? Klingt, als ob Volkov Kraus Aktenkoffer will. Mit einem Peilsender führt er uns direkt zu Volkov. Einer von uns kann sich in Kraus Wohnung schleichen. Ihm und seiner Frau aus dem Weg zu gehen, wird schwieriger. Bell übernimmt. Schleichen ist doch meine Spezialität. Ich draußen um nach. Ungebetenen Gästen. Park, beobachte du uns von hier aus. Ich zeig dir meine Schokoladenseite. Reizend. Wenn ich jetzt die Tür auftreten würde, würden die denken, was ist da denn für ein Bekloppter? Dann halten wir mal an. Die Stasi hält jeden an. Sei vorsichtig. Was machen wir so spät noch hier draußen? Bill, ich habe Kraus in ein Buch schreiben sehen. Versuch es zu finden. Guten Abend, Junge. Wenn Kraus oder seine Frau dich sehen, ist die Mission vorbei. Also auf jeden Fall war sein Zimmer hier oben im Stock. Du kannst seine Frau betäuben, wenn nötig. Aber Kraus muss zu diesem Treffen gehen. Ich rufe gleich bei Kraus an. Halt dich bereit, hineinzugehen. Betäubung finde ich gut. Will er mal ins Telefon gehen? Gute Arbeit. Jetzt finde den Aktenkoffer. Oha. Hallo? Tut mir leid, hier gibt es keine Freya. Gute Nacht, junge Frau. Sie wird stundenlang schlafen. Räum auf. Wo tue ich die denn hin? Ada, suchst du mir meinen Schirm? Ich gehe in ein paar Minuten. Schlaf gut. Scheiße, wir haben das Kind übersehen. Scheiße, ich will aber kein Kind betäuben, Leute. Das wäre mir zu heftig, ne? Oh, wir haben einen Beweis für unseren roten...